Sechs Tage vor Beginn der US Open steht hinter der gesundheitlichen Verfassung von Dominic Thiem immer noch ein großes Fragezeichen. Aufgrund eines hartnäckigen Virus verlief die Vorbereitung auf das letzte Grand Slam-Turnier des Jahres alles andere als nach Wunsch. Beim ATP 1000-Turnier in Toronto setzte es eine Auftaktniederlage gegen Stefanos Tsitsipas, danach sagte der bald 25-Jährige wegen seiner Erkrankung das 1000er-Event in Cincinnati ab. Coach Günter Bresnik soll den Weltranglisten-9., der am Sonntag erstmals wieder Bälle schlug, dieser Tage mit vorsichtigem Trainingsbeginn wieder zurück Richtung Wettkampf-Tennis führen. Natürlich steht die vollständige Gesundung im Vordergrund, auch bei den US Open wird man nicht um jeden Preis antreten. Dennoch hat Österreichs zehnfacher Turniersieger seit Roland Garros, wo er mehrmals sein bisher überhaupt bestes Tennis gezeigt hat, alles andere als überzeugt, noch müde von Paris in Halle nach einem Siegout in Wimbledon in Runde 1 am Rücken verletzt ausgeschieden. Nur 3 Siege in 5 Turnieren, dann verlor er nach 2 Siegen in Hamburg im Viertelfinale in 2 knappen Tiebreaks und totgesetzt in Kitzbühel folgte ein hauchdünnes Auftakt aus wie danach auch in Toronto. Die nackten Zahlen, in 5 Turnieren nur 3 Siege. Dass Thiem dadurch im Ranking langsam an Boden verliert, ist eine logische Folge. Sollte Thiem nicht in Flushing Meadows den Turnaround schaffen, dann blüht ihm der erstmalige Rausfall aus den Top 10 seit 6. Juni 2016. Sein Coach Günter Bresnik hält von solchen Ansagen nichts. Das passiert sowieso irgendwann einmal. Das sind alles Dinge, mit denen ich mich nicht beschäftigen soll. Ein normaler Mensch schaut nicht in den Rückspiegel, der fährt einmal vorne weg. Ich bin kein Rückspiegelschauer, erklärte Bresnik noch vor seiner Abreise in die USA im APA-Gespräch. 530 Punkte weniger als im Vorjahr. Thiem wird bei der Auslosung für das letzte Grand Slam-Turnier am Donnerstag 20.00 Uhr im EST als aktuell Nummer 9 erstmals seit einiger Zeit nicht unter den Top 8 Spielern gesetzt sein. Er hat in diesem Jahr bisher 3005 Punkte geholt, vor Jahresfrist waren es zu diesem Zeitpunkt exakt 530 mehr, damit ist er im Race derzeit 8., damals war er 4. Der Zug in Richtung dritter Teilnahme an den ATP World Tour Finals in London en suite ist also noch keineswegs abgefahren. Selbst bei einem frühen Aus in New York, wo aus dem Vorjahr ein 180-Zähler für ein Achtelfinale aus der jahresübergreifenden ATP-Wertung fallen, nicht. Nach Flushing Meadows hat Thiem zunächst den Heim-Davis Cup in Graz gegen Australien vom 14. bis 16. September im Plan stehen. Danach spielt er in St. Petersburg, Shanghai, Wien und Paris-Bercy. Eine neuerliche Masters-Teilnahme hält auch Bresnik für nicht ausgeschlossen. Die Voraussetzungen dafür sind aber, dass er diese 4 Turniere gut spielt. Da muss er sehr gut spielen, schließlich gibt es auch hinter seinem Schützling einige Leute, die noch aufkommen. Zuletzt zum Beispiel David Goffin, Grigor Dimitrov, nicht zu vergessen Griechenlands Jungstar Tsitsipas. Auch ein John Isner könnte gerade bei den US Open gut punkten. Vater Thiem, er ist sehr anfällig für grippale Infekte. Vater Wolfgang Thiem verfolgt das Geschehen nur aus der Ferne. Man muss schauen, wie die Woche Training geht und wie er sich entwickelt. Dass er nicht hundertprozentig beieinander ist, ist klar, sagte Thiem Senior zur APA. Trotz der Pechsträhne drängt sich aber doch die Frage auf, ob die Reisestrapazen samt Jetlag sich bei seinem Sohn nicht häufiger mit Erkrankungen auswirken als bei anderen. Auch zum Beispiel zu Beginn des Jahres in Australien oder in der Vergangenheit im Finish der Saison war er oft verkühlt. 2016 sagte Thiem für das 1000er-Turnier in Shanghai, 2017 für das 1000er in Paris-Bercy ab. Er ist einer, der sehr anfällig ist, für so grippale Infekte, das war er immer schon, erzählt Wolfgang Thiem.
Er hat halt zwei-, dreimal pro Jahr seine Erkältungen, das fällt halt meistens in den Oktober oder November. Wie es jetzt ist, ist aber eher ungewöhnlich. Grundsätzlich müsse man da aber nichts rauslesen. Was fehlt THEM noch zum Superstar? Ist Dominik Thiem zu Fahrt, um ein echter Superstar auf der ATP-Tour zu werden? Und was fehlt ihm spielerisch noch? Laola 1 on Air, der Sport-Podcast, hat mit Dominik und Wolfgang Thiem gesprochen und geht in einer von Moderator Bernhard Kastler geführten Diskussionsrunde mit Kurier-Tennis-Journalist Harald Ottawa und Laola 1-Experte Christian Frühwald diesen Fragen nach. Viel Spaß beim Reinhören. Textquelle: Urheberrecht Laola 1, APA Rapids Sportchef Freddy Bickel ärgert sich über ein Trio zum Seitenanfang. Mehr zum Thema Comment-Count Kommentare. Rechtliche Hinweise: Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der Laola 1 Redaktion wieder. Laola 1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola 1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola 1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.